Wir sind jetzt hier am Stand von Universal Trends. Interessant für uns als Startblaster Community sind natürlich die Produkte, der Name Vapor. Vapor, wem das nicht sagt, in Amerika ist das tatsächlich relativ bekannt. Es sind keine Soft Dart Blaster, sondern es handelt sich tatsächlich dabei, Moment, ich demonstriere das mal kurz. Tatsächlich werden so ja, gelartige Kügelchen verschossen, die fühlen sich so ein bisschen glibberig an. Die bestehen zu 99% aus Wasser und ansonsten ein bisschen Stärke. Wenn die halt länger ohne Verpackung rumliegen, dann trocknen die ein. Und das Schöne ist natürlich daran, die sind biologisch komplett abbaubar. Da bleibt am Ende letztendlich, wenn so ein Ding getrocknet ist, nur ein bisschen staubgrubig. Ansonsten, ich demonstriere das hier mal, ne? Die platzen, wenn sie irgendwo drauf treffen, sind natürlich auch relativ weich. Es gibt letztendlich zwei Modelle. Das eine, das ist hier die Delta 500. Das ist eben ein bisschen größer. Von der Verarbeitung her muss man sagen, ist das natürlich mit Nerf oder so erstmal nicht zu vergleichen. Es ist schon eher schlicht gehalten. Interessanterweise sieht die Rail sehr vertraut aus von der Art her. Also da könnten eventuell sogar Nerf-Aufsätze raufpassen. Die Munition, die wird hier oben einfach reingekippt. Also das heißt, ich kann den Kram nehmen und den hier einfach reinschütten. Das ist natürlich sehr angenehm, sehr leicht. Scheint auch eine ganze Menge reinzupassen. Ich pumpe hier. Das ist der Atlas 250, das ist dann die kleine Pistolenvariante dazu, mit Spannschlitten und auch Abzug. Wir haben zwei auf einmal, ja. Oh. Mhm. Ja, ganz klasse. Ja, ja, der war ja, gut. Das ist halt immer, wie gesagt, wenn da jetzt zwei Kugeln auf einmal drin sind, oder... Achtung! Das zeigt ordentlich, oder? Also... Wenn sie kommen, die Reichweite ist so. Wow. Also, noch mal kurz zur Munition. Es gibt hier so ein 1000er-Pack, also 1000 Schuss. Dadurch, dass die Dinger nur einmal verwendbar sind, sind 1000 Schuss natürlich irgendwie auch schon mal eine entsprechende Menge. Also da kann man schon mal ein bisschen was mit anfangen, bis man die verbraucht hat. Wie gesagt, ich glaube auch indoormäßig kein Problem, dadurch, dass das Zeug eben nur aus Stärke besteht. Das heißt, das trocknet einfach ein und dann bleibt am Ende halt nur ein bisschen Pulver übrig. Ja, also insgesamt auf jeden Fall, ich muss sagen, die Performance hat mich recht gut überzeugt. Ich finde so das Design der Blaster, da kann man halt optisch schon eine Menge dran machen, also auf jeden Fall auch Modding-Potenzial. Und uns wurde auch versichert, dass die Munition, also solange die verpackt ist, original verpackt, also wenn man jetzt bis zum Spiel das nicht aus der Verpackung nimmt oder die Verpackung aufreißt, dass die dann auch entsprechend haltbar ist. Das war's, also schöne runde Sache, würde ich sagen. Dann auf die Kamera.